So, hallo zurück. Hier zu Tomb Raider 5 im zweiten Level Trajans Märkte. Das erste Level haben wir beim letzten Mal erfolgreich abgeschlossen. Mit ein bisschen Hilfe des Lösungsweges aus dem Internet haben wir dann auch das dritte Geheimnis gesucht. Und wir haben in diesem Level auch ein Geheimnis zumindest schon mal optisch vernommen. Und zwar, ich glaube, da unten in diesem Raum, der jetzt noch durch dieses massive Holzgestell abgesperrt ist. Und wir sind beim letzten Mal hier ein bisschen rumgeklettert, haben schon ein bisschen auf dem Seil balanciert und wir möchten jetzt dort rüber, nicht wissend, was uns dort erwartet, aber ich denke, das finden wir ganz flott raus. Okay, hier gibt's ein paar Wege, da können wir auch gleich nochmal hingehen. Ach, schau an. Hä, hatten wir unten die Fackeln nicht mitgenommen? Oder warte mal, nee, wir sind doch jetzt über den abgeschlossenen Raum, ne? Moment mal, ich will mal eben speichern. So. Das ist ja jetzt hier dann ein Raum, in dem wir noch gar nicht waren, oder? Genau. Ach, guck an, dann. Hula. Okay, dann habe ich mich aber vertan. Dann ist das hier nämlich nicht der Raum mit dem. Hä? Ich habe vorwärts gedrückt, Lara. Was tust du da? Vielleicht jetzt. Dann ist das hier doch nicht der Raum mit dem Geheimnis. Dann ist der Raum nochmal woanders gewesen. Ich glaube, der war an einer ganz anderen Seite. Aber ist ja nicht schlimm. Wir nehmen auf jeden Fall die Munition hier mit. Und trotzdem glaube ich, dass diese Tür sich nochmal öffnen wird. Oder kann ich die jetzt. Nee, von innen kann ich sie auch nicht aufbrechen. Hätte mich auch sehr gewundert. Aber gut. Ja, ich hoffe, wir. Sie hängt hier teilweise sehr, sehr komisch fest. Muss ich mal feststellen. So, ich will ja eigentlich nur, dass du hier oben drauf wieder bist. Genau. Perfekt. Gut, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Mechanismus aus. Mit dem wir uns wahrscheinlich noch beschäftigen dürfen. Ich würde aber tatsächlich eigentlich ganz gerne noch mal da oben wieder zurück, weil da war ja noch so eine Neben. Wobei, wir kommen wahrscheinlich sowieso wieder unten irgendwann hin, oder? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier nie wieder zurückkommen. Wir gucken erstmal weiter, bevor wir uns hier diverse Nebenschauplätze aufmachen und dann am Ende gar nicht mehr wissen, wohin. Das Ding ist, komme ich jetzt hier überhaupt irgendwo weiter? Ich meine, ich könnte mich hier runterlassen, aber. Bin mir auch nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist oder kann ich da hinten hinspringen? Ich befürchte es fast nicht. Ich speichere mal hier. Das wollte ich gar nicht. Gucken mal, ob ich da drüben hinspringen kann. Ich glaube, das ist zu weit, aber ja. Ja, jetzt habe ich mich hier natürlich auch noch schön verletzt. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was uns hier begegnet. Hier sieht doch schon wieder so nach sich öffnender Klappe aus. Kann ich aber mit Hand nicht öffnen, zumindest. Ne. Ich habe meine Fackel hier. Da kann man da an der. Kann man sich da langhangeln? Wobei, das würde ja nichts bringen, ne? Hier hoch? Nein, ich nicht. Ja, wir gucken einfach mal uns hier ein bisschen um, ob hier irgendwas beweglich oder bekletterbar ist. Sieht hier gerade noch nicht so aus. Hier ist ein kleines Fenster. Kann ich es anschießen? Nein, kann ich nicht. So, wenn man jetzt hier theoretisch durchgeht, müsste man ja eigentlich. Ach, genau, jetzt sind wir nämlich hier. Das ist nämlich der Innenhof, wo wir gestartet sind. Verstehe.
Das heißt, im besten Fall bekommen wir jetzt hier irgendwo nochmal einen Hebel, wo wir das alles mit öffnen können. Ach, guck, und hier ist dieser Apparat, mit dem wir dann im besten Fall alles irgendwie öffnen können. Oder was auch immer wir damit machen sollen. Ich gucke hier gerade nochmal überall so ein bisschen um, weil ich auch ungern irgendwelche Hebel etc. übersehen möchte. Ah ja, gut, hier kann man wahrscheinlich hoch. Sieht da zumindest nach aus. Ja. Gucken wir uns gleich an. Ich überlege nur gerade, wir waren ja da, wo wir über das Seil balanciert sind, sind wir ja in dieses Fenster rechts reingesprungen. Aber es ging da ja theoretisch in dem Raum sogar noch weiter. Das heißt, wir sind da ja auch noch überhaupt nicht fertig, ne? Okay, ich glaube, das Teil bewegt sich nicht so ohne weiteres. Ich vermute, da müssen wir dann entsprechend diesen Mechanismus da hinten auslösen oder bewegen. Okay, dann klettern wir erstmal hoch, weil ich glaube, viele andere Optionen haben wir hier gerade auch nicht, weil wir haben uns ja den Rückweg in dem Sinne verbaut. Also wir sind ja runtergesprungen. Gucken wir einfach mal, wo es uns hier hinführt. Wir kommen auf jeden Fall hoch hinaus. Achso, weiter geht's dann nicht. Da oben ist dann die Welt zu Ende. Okay. So, hier kann ich jetzt runter. Ah, perfekt. Ah, und in dem Fenster liegt noch Munition. Da kann ich auch noch überall hin, ne? Speichern. Ich spring da mal rüber. Ich hoffe, dass ich mit so einem weiten Sprung. Ja, das passt. Ah, hier ist ein Seil. Ich gucke mich trotzdem erst nochmal, bevor ich hier irgendwas betätige, möchte ich mich nochmal schnell hier umschauen, beziehungsweise auch die Sachen hier einsammeln. So. Aber wir bekommen in diesem Level die Schrotflinte, wenn wir sie denn finden. So, und von hier kommen wir dann auch da oben hin. So, die Zeit ist aber ganz schön verwinkelt hier alles. Ach so, nee, Moment. Ich bin ja völlig falsch. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Da kamen wir her. Ich dachte, hier, wir gucken jetzt in diesen Raum rein. Nee, dann passt das alles. Wir gucken uns nochmal da um. Hier noch irgendwas. Ach, okay, da kamen wir her. Da sind wir weggekommen und hier ist auch noch was, ein Raum. Auch mit einem Seil. Das bedeutet wahrscheinlich, wir müssen zwangsläufig diese Seile hier ziehen. Nochmal. Also es wird... Hä, ist da was runtergekommen? Nee, das war schon immer so niedrig hier. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas ausgelöst habe. Es wurde nichts angezeigt. Wahrscheinlich passiert das auch erst, wenn man den anderen dann auch zieht. Von einem hier. Ich guck mal, ob wir da so rüberkommen. Ja, das klappt. Und dann kommen wir hier rüber. Wunderbar. Und zack, hier rein. Hier einmal oben überall gucken. Aber noch nichts zu sehen. Ziehen. Und nochmal.
Und nochmal. Okay. Ja. So gefühlt hat das jetzt nicht wirklich was gebracht. Vielleicht muss ich jetzt erst zu der anderen Seite hin. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vorweggenommen. Oder ist hier irgendwas zu erkennen? Hat sich hier irgendwas geändert? Ich will gleich auch wohl nochmal eben nach unten gehen. Gucken, ob da vielleicht irgendwas sich geöffnet hat oder überhaupt irgendwie getan hat. Ich würde damit probieren, jetzt nochmal zu dem darüber zu gehen, zu dem anderen Seil. Vielleicht müssen wir da jetzt doch nochmal ziehen. Vielleicht habe ich versehentlich zuerst das falsche Seil gezogen. Gucken, ob jetzt hier irgendwas passiert. Ah ja, okay. Perfekt, Mechanismus. Ja, bewegt sich mal kurz. Und zack, öffnet sich das Tor. Diesen sehr netten Herrn, zu dem ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt noch gar nicht möchte. Ah, da unten hat sich eine Bodenklappe geöffnet. Ich habe es mir doch gedacht. Dann würde ich sagen, bevor wir irgendwo reingehen, ich möchte erstmal wieder zurück, weil wir haben da ja noch einen ganz großen Abschnitt. So, da komme ich jetzt natürlich gar nicht mehr dran, ne? Oder komme ich... Ach doch, das müsste klappen. Ich möchte hier eigentlich relativ safe runter. Hier ist hoffentlich nichts aufgegangen, ne? Ich gucke jetzt nochmal aus der Erfahrung aus dem letzten Level, dass ich hier einfach... Ich meine, ich habe da nichts Türiges gesehen, was irgendwie eine Tür oder eine Klappe aussah, aber nur der Vollständigkeit halber nochmal schauen, dass hier nichts ist. So... Jetzt müsste ich doch eigentlich daran springen können. Dann können wir nämlich ohne gesundheitliche Beschwerden hier runter. So, genau. So, ich habe es nicht gedacht. Gut, schauen wir uns hier überall nochmal um. Ob sich hier vielleicht noch mehr getan hat, als nur da die eine Bodenklappe geöffnet. Zumindest sah es von oben so aus, als wenn sie auf ist. Hundertprozentig sicher. Stellen kann ich es nicht. Das Gitter hier ist auch noch geschlossen. Aber ich würde eigentlich ehrlich gesagt jetzt gerade erstmal lieber wieder in den vorigen Bereich zurück. Ich hoffe, dass wir... Dass wir hier durchkommen. Ach, hier ist ein Geheimnis. Okay. Ja, gut. Das finde ich natürlich super. Frag mich nur, ob ich nicht trotzdem irgendwie ein bisschen vorgegriffen habe. Ist auch nochmal Munition. Indem wir da bei den Seilen noch gar nicht weitergegangen sind. Wir kommen ja jetzt hier auch erstmal nicht mehr zurück, ne? Das ist jetzt blöde. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier schon viel weiter fortschreiten und uns den anderen Teil hier so ein bisschen verbauen. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal da rein. Wir gucken einfach mal. Vielleicht ist die Angst unbegründet und es passiert gar nichts, was uns jetzt hier irgendwie schon den vorigen Teil abschneidet. Hier kann man auch überall hin. Oder zumindest an diese Seite. Hier wäre ein perfektes Versteck für eine Waffe. Gut, hier ist zwar keine Waffe. Kann ich das rausbrechen? Ja. Aha. Oh nein, habe ich jetzt wieder diese Viecher oder sind das die Mäuse? Ach, das sind die Ratten oder Mäuse oder was auch immer. Okay, hier passiert aber nichts mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Schön, dass die auf die Wand hochlaufen. Gut, aber das können Mäuse ja tatsächlich. Oha, das war ein bisschen... habe ich hier irgendwo ein Gitter, wo wir reinlaufen können? So ein Bodengitter. Hier war doch was, ne? Ja, hier.
Ja, Locke, dann fallen die doch bestimmt da durch. Nee, tun sie nicht. Das wundert mich jetzt aber, weil die Mäuse eigentlich, die machen immer das Loch einfach über die Lücke drüber. Okay. Gut, aber ich glaube, jetzt haben sie auch keinen Bock mehr. Okay, was haben wir uns denn da jetzt eigentlich geholt? Goldene Goldmünze, Monze. Ist hier auch noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Schießen wir nicht mehr so viele Fackeln nutzen. Okay, gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube, diese Münze kann ich da einsetzen. Ich habe aber echt gesagt wenig Bock. Ich habe irgendwie Angst, dass der Typ erweckt wird. Ja, wenn hier schon so Munition rumliegt, dann heißt das ja oft nichts Gutes. Ich bin auch die ganze Zeit so ein bisschen überlegen, ob ich jetzt doch nochmal den Spielstand lade, bevor wir hier hingegangen sind. Bei dem Seil, um einfach zu gucken, was da gewesen wäre. Ich mache das mal so, ich speichere jetzt nochmal hier. Ich setze das mal ein, wir gucken, was passiert. Und wenn das jetzt irgendwie schon... Okay. Kann ich den irgendwie anschießen mit der anderen Waffe? Normalerweise guckt sie ja zu ihm hin, wenn er irgendwie... Oh, das war jetzt ein bisschen gemein, die Stelle. Nö, es passiert nichts. Zumindest noch nichts. Ah, sehr gut. Wir kommen erstmal wieder zurück in den Bereich. Das beruhigt mich schon mal ein wenig. So, wo hat sich denn... Hier hat sich jetzt das Tor geöffnet. So, ich möchte aber jetzt erstmal... Wir haben ja hier auch noch ein bisschen was. Hier hatten wir überall nichts, ne? Doch, hier war nur so ein... Genau, hier war das Seil drüber. Hier haben wir jetzt reingeguckt. War hier noch was? Hatten wir ja auch schon alles mitgenommen. Ich glaube schon, ne? Ja. Und hier kamen wir auch nicht oben drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, es ist gerade zu hoch. Hier waren wir schon drinne. Hier war ein hoher Raum, nicht ein großer Raum. Genau, und die zweite Blume, also das zweite Geheimnis, das war, glaube ich, hier hinten, ne? Genau, die liegt da hinten und da ist auch immer noch das Gitter zu. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall hier so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Speichern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal eben in den Raum rein, hier mit dem Seil und gucken, was dort in dem letzten Bereich gewesen wäre, wo wir jetzt ja gar nicht mehr waren. Nur um eben, wie gesagt, sicher zu gehen, dass wir dort nichts Essentielles verpassen. So, da haben wir gesehen, da war nur das Fenster. So, da hinten ist nämlich, man sieht ja schon, da sind auch so... Ich meine, der Raum, logisch, also von der... Wenn man das mal lokalisiert, dann ist da drunter einfach nur oder da unten drunter nur der Raum, in dem wir schon drinne waren. Aber trotzdem, wir gucken einfach mal, vielleicht liegt da ja noch irgendwas. Ich frage mich, woran es liegt, dass sie manchmal das Gleichgewicht verliert, weil ich drücke im Endeffekt nur geradeaus. Ah, sieht man, da geht nämlich noch ein Fenster ab. Ich drücke im Endeffekt nur geradeaus und mache gar nichts. Hier wären wir auch hingekommen. Was ist das hier für ein Gitter? Oben ist links eine Öffnung. Wenn ich jetzt hier nochmal rüberspringe, weil da waren wir schon. Ich bin ja im Endeffekt durch das Fenster dann in diesen Bereich dort gelangt.
mich. Dass jetzt einfach nur ein Alternativweg ist. Zumal da oben, wenn man da hinkommt, das könnte vielleicht funktionieren, wenn man richtig dahin springt. Ich probiere das mal. Anlauf. Das geht, Tatsache. Okay. Wow, ich bin an der Decke und nicht an dem Himmel gestoßen. Okay, aber hier ist... Ach, jetzt ist die Tür geöffnet, okay. Hä, das ist ja... Guck mal da hinten. Das sind einfach die komplett gleichen Gebäude im Copy-Paste-Verfahren einfach mal erbaut worden. Schön. Ja, hier ist, wie man sieht, das Ende der Welt. Also hier ist eine unsichtbare Wand. Haben wir jetzt davon? Oder hat sich jetzt unten vielleicht das Geheimnis geöffnet? Hier so um die Ecke. Sie können auch immer so halb um die Ecke fallen. Genau so. Hä? Was war das denn jetzt eben für eine Sicht? Hä? Was sollte das? War jetzt nichts, aber jetzt ist das Tor wieder zu. Habe ich da irgendwas übersehen? Da war aber nichts, oder? Ich bin dezent verwirrt, muss ich sagen. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne zurück. Ich meine, wir müssen ja sowieso wieder in die Richtung, weil wir haben ja hier meines Wissens alles erledigt. Ja, hier kann ich mich runterlassen, genau. Ich will jetzt mal gucken, ob der vielleicht der Raum mit dem Geheimnis offen ist. Ich meine, das wäre zwar ziemlich sinnlos, aber der Raum eben war auch gefühlt ziemlich sinnlos. Guck mal. Nein, natürlich nicht. Ah, aber da war ja nichts. Ich frage mich, warum wir da hin können. Ich will mir nochmal hier einen Speicherstand nochmal ganz oben anlegen. Vielleicht gucke ich da nachher mal einfach mal nach, was das bringt oder ob das überhaupt was bringt. Nehme ich die Waffe. Schon ein bisschen komisch. Aber gut. Wir behalten es einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf. Und ja, wir gucken uns hier einfach mal jetzt um, wo es denn hier weitergeht. Also schön finde ich es ja auf jeden Fall. Also das Level, das Design gefällt mir sehr gut, muss ich mal sagen. Hier kann ich nicht rein. Nein. Munition. Liegen einfach mal in Rom, so in den Straßen. Liegt hier einfach ab und zu mal ein bisschen Munition rum. Wer kennt es nicht? Hier haben wir Wasser. Sieht sehr hübsch aus. Ja, doch. Gucken wir uns hier mal um. Ob hier irgendwelche Hebel oder so sind. Also ich muss sagen, das Wasser, dass sie das jetzt für diesen fünften Teil nochmal so optisch ein bisschen verschönert haben, also im Sinne von auch einfach realistischer gestaltet, finde ich sehr, sehr gut. Aber auch im fünften Teil gibt es, so wie es aussieht, ah, da ist irgendwas im Wasser, da hinten, gibt es keine Munition. Das heißt, wir sind auch hier, also Wasser ist auch nicht hier so das primäre Element oder kein primäres Element. Die anderen Teile hatten wir ja durchaus Level, wo Wasser sehr, sehr wichtig war. Ganz düster. Hübsch, ne? Kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich da um diesen Umstand nicht böse bin, dass Wasser jetzt hier vielleicht nicht so die große Rolle spielt. Boah, was ist das denn?
kaum Revolver-Munition. Und dass man keinen Grund hat. Ich glaube, wir haben irgendwie so eine Art Boss oder sowas da erweckt, indem wir die Munition aufgebogen haben. Oh nein. Hahaha, weg hier. Ich glaube, seine Augen sind gefährlich. Ich gucke mich hier mal um. Gucken, ob der mich direkt erwischt oder ob ich... Nee, er ist langsam. Das ist gut. Also ich kann mich hier rundum bewegen. Aber kann ich dem vielleicht die Augen wegschießen? Okay. Könnte ich wahrscheinlich, wenn ich mich ein bisschen besser anstellen würde. Wir laden nochmal. Aber das würde ich gerne hier aus diesem Raum raus machen. Muss mal eben kurz. Zoom geht nicht los. Ich mach das mal hier. Nein! Verdammt. Ich stelle mich jetzt wahrscheinlich wieder ziemlich dämlich an. Stellt euch schon mal darauf ein, dass wir diese Szene hier ein bisschen öfter machen. Ich habe eine Idee. Ich mache das so. Ich speichere jetzt das mal hier. Speichern. Wir nehmen uns die Mumie, also die Waffe. Oh, das ist noch eins zu weit. So, ich darf nur gleich nicht vergessen, den dann auch abzuschießen. Ah, ich glaube, der muss jetzt erstmal sich kurz wieder wegdrehen, damit ich Zeit habe, mich da irgendwie vorzubereiten. Mist. Oh Gott. Das kann was werden. Ach Mist, ich muss immer speichern, wenn ich die Waffen habe. Wenn ich die Waffe habe. So. Mal. Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Ja, das klappt. Boah, einmal haben wir es geschafft. Direkt mal speichern auf den nächsten. Okay, ein Auge haben wir ihm ausgeschossen. Ziemlich gemein, aber wahrscheinlich muss das in diesem Fall einfach. Wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit, bis er sich aufgeladen hat. Das müssen wir nutzen. Ja, nicht so. Boah, das ist aber... Nein, also... Schon nicht ohne. Oh nein, jetzt habe ich mich hingekriegt. Vielleicht, wenn ich jetzt so kurz... Oh, Mist. Verdammt. Aber einmal haben wir ja schon. Ich glaube, ich muss den Moment nutzen, nachdem er geschossen hat und er sich ja wieder aufladen muss. Oh, ich hab's geschafft. Das klingt zumindest ganz danach. Okay, speichern. Gut, das ging jetzt. Also das war nettes Rätsel, nette Geschichte, sag mal. Aber auf jeden Fall zu bewältigen. So, wir haben hier so ein Teil. Das möchte ich gerade mal noch nicht einsammeln. Ich würde nämlich erstmal mich hier nochmal umschauen. Weil wir wissen ja, wir können Teile einsammeln und dann passiert es manchmal, dass Zwischensequenzen auftauchen und wir verbauen uns irgendeinen Weg. Hier links muss auch irgendwas passieren. Hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas einsetzen. Ich glaube, das Rad dafür, das könnte so ein Drehrad sein, das war unten im Wasser. Hier habe ich auch schon gesehen, das ist eine Art Bodenklappe. Ah ja, guck, hier ist nämlich eine Leiter. Zumindest sieht es danach aus. Gucken wir mal, ob wir... Ich sehe noch Munition.
Ich würde jetzt gerade noch mal zurückgehen, gucken, ob sich das Tor beim Dings geöffnet hat, beim Geheimnis, weil sowas hatten wir ja schon mal. Ja, schauen wir noch mal eben zusammen nach. Das ist jetzt ja nicht so weit weg und hier kommen wir auch relativ schnell wieder hin. Oder hat sich jetzt hier vielleicht auch das Tor schon geöffnet? Nee, noch nicht. Ich meine, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier sowieso wieder zurück müssen. Ich habe halt nur Angst. Und das Fenster, können wir das eigentlich zerschießen? Nee. Ich hätte ja Bock, hier nochmal wieder mit dem Cornerback hier mal hochzuglitschen, um eben zu gucken, ob da irgendwie was obendrauf ist, was von Interesse sein könnte. Ich glaube, das probiere ich gleich einfach mal. Nein, hier ist noch zu. Ich probiere das mal ganz schnell, ob ich das hinkriege, da hoch zu glitschen. Hier links, die Mauer sieht auch sehr niedrig aus, ne? Als wenn wir da eigentlich theoretisch drauf könnten. Habe ich eigentlich schon gespeichert, dass wir den Typen da erledigt haben? Ja, ne? So, wir probieren es mal. Mist. Auf die andere Seite. Ich glaube, hier geht das ein bisschen. Hä? Normalerweise hätte das jetzt klappen müssen. Die war nämlich so schön in der Mauer drinne. Wieso macht sie das nicht? Haben sie es hier rausgenommen? Haben sie da irgendwie was gemacht, dass das nicht mehr passiert? Das finde ich nicht gut. Jetzt ein schöner Abschluss hier für die Folge. Ah, jetzt. Perfekt. So, dann gucken wir uns doch mal. Ach, hier oben kann man tatsächlich hin. Das ist hier die. Okay. Hier komme ich rein. Hier oben soll man tatsächlich hin. Das ist ja verrückt, aber wie hätten wir hier draufkommen sollen? Oder war hier an der Seite irgendwie eine Klettermöglichkeit? Nee. Ich meine, dass das Medipack da liegt, das ist ja nicht umsonst. Oder hier? Hier auch nicht. Da oben? Das ist so, da komme ich hin. Hey, das ist ja seltsam. Heißt das, wir werden hier durch dieses Fenster. Ich glaube, ich bin irgendwo, wo ich noch gar nicht sein soll. Ach, scheiße. Sache, ich habe mich jetzt hier wahrscheinlich irgendwo hinbegeben. Auch schön ist das Fenster auch so komplett. Nee, Moment mal, Leute. Nee, komm, das machen wir anders. Nicht speichern. Wir laden wieder den anderen Speicherstand, weil das ist jetzt hier alles nicht offiziell. Wir greifen jetzt hier vorweg. Die Folge ist auch schon, eigentlich schon längst vorbei. Wir gehen wieder zurück. Ich gehe da noch einmal hin zu dem Typen da, wo wir den gerade besiegt haben. Und dann holen wir uns das Teil, was da liegt. Und dann machen wir das hier alles vernünftig. Aber schön, dass es so einfach durchs Fenster durchgeht. So, hier speichere ich jetzt nochmal und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, habt noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier dabei seid bei Tomb Raider 5. Macht's gut, bis dann, ciao!